Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute mal wieder ein kleiner Taktiktest. Der letzte Taktiktest ist ja noch gar nicht lange her. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch den gerne noch anschauen. Und ihr seht schon, heute Test war die Peps 2008 Barca-Taktik. Also für die Leute, die sich nicht daran erinnern können, damals war Barcelona so krass unter Pep Guardiola. Und es war auch so ein krasses Team. Und die Taktik testen wir aber heute. Da kommt bei mir zum Beispiel ein bisschen Nostalgie auf, weil das war so gerade die Zeit, wo ich angefangen habe, Fußball zu schauen. Und das war so ein geiles Team. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo und ein Like da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten testen wir es natürlich wieder mit verschiedenen Teams. Wir haben hier einmal Barcelona, einmal den 1. FC Köln, einmal Monaco. Köln ist hier das schwächste Team, dann Barcelona das stärkste, Monaco so ein bisschen dazwischen, wobei Monaco natürlich eines der besseren Teams ist in Frankreich. Und ich habe keine Ahnung, wie gut oder wie schlecht die Taktik ist. Ich bin einfach gespannt. Ich denke, wir können viel Ballbesitz erwarten. Das war ja damals so praktisch der Style von Barcelona. Tiki-Taka, viele Pässe, Ballbesitz. Und ich denke, das können wir auch jetzt erwarten. Übrigens, die Taktik ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch die holen wollt. Übrigens, wenn ihr generell nach Taktiken sucht im FF23, kann ich euch nur FM-Scout empfehlen, da habe ich immer meine Taktiken her. Ist eine sehr, sehr geile Seite. Gibt es auch Skins und so generell Zeug zu Fußballmanager. Also wenn ihr da mal schauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Wir sehen hier schon direkt bei den Sachen hier, dass wir geduldig spielen anhaben, kreativ spielen anhaben und seltener dribbeln. Also wie gesagt, ich rechne hier mindestens zwar mit 60% Ballbesitz und ich würde sagen, wir verschwenden auch nicht zu viel Zeit und starten auch direkt rein und sehen uns dann am Ende der Saison wieder und schauen, wie die drei Teams abgeschnitten haben. Die Saison lief jetzt alles andere als optimal. In der Liga wurden wir nur Fünfter. Es war am Ende auch knapp, aber Fünfter ist trotzdem schon sehr enttäuschend. Dann Lewandowski wurde bester Torschütze, das ist gut, aber er hat auch nicht die ganz große Konkurrenz der Liga, abgesehen von Benzema. Benzema hat irgendwie nur 13 Tore gemacht, das ist schon sehr wenig. Ich würde 25 Tore in 38 spielen, ist gut, aber jetzt auch nicht übertrieben gut. Ter Stegen ist bei ohne Gegentor nur auf Platz 7 mit 12 Mal, das ist schon enttäuscht. Wir sind jetzt zum Beispiel hinter Almeria. Almeria übrigens 16 Mal zu 0, das ist krass. Bei den Torvorlagen ist unser bester Spieler Ousmane Dembélé auf Platz 3 mit 10. Bei den Statistiken sind wir beim Ballbesitz nicht Erster. Das habe ich eigentlich erwartet, dass wir da Erster sind. Da sind wir aber nur Dritter mit 61% hinter Real Sociedad und Atletico Madrid. Bei den Toren sind wir immerhin Zweit, aber wirklich meilenweit hinter Real Madrid. 26 Tore dahinter, das ist schon eine Menge. Generell sind wir ja nirgendwo auf Platz 1 bei den Statistiken. Bei den Gegentoren auf Platz 7 mit 40 Gegentoren, das ist über 1 im Durchschnitt. Das ist auch nicht gerade gut. Es gibt natürlich auch andere Wettbewerbe, aber die sehen auch nicht gerade viel besser aus. Im Pokal Zweiter, das ist okay. Im Supercupa, der Spanier ausgeschieden im Halbfinale. Ich weiß, ist das Halbfinale da der erste Spieltag? Ja, das fängt nämlich erst im Halbfinale an, also auch sehr enttäuschend gewesen. Und in der Champions League in der Gruppe mit PSG, Dortmund und Kopenhagen rausgeflogen mit nur 6 Punkten. Ne, wir haben sogar einmal gegen Kopenhagen verloren. Wir haben einmal gegen PSG gewonnen, einmal gegen Kopenhagen gewonnen. Beide Spiele gegen Dortmund verloren mit 3 und 4 Gegentoren gegen Dortmund. Das ist schon sehr enttäuschend. Ausgeschieden im Viertelfinale gegen Sevilla. Boah, da habe ich mir viel mehr erwartet. Die ganze Saison war wirklich nicht gut. Vielleicht lief es ja immerhin bei den anderen für einen besser, aber das war gar nichts. Und zumindest war die Bundesliga bei Köln das vielversprechend. Wir wurden Siebter. Ich denke, da international wieder kann man, glaube ich, mit zufrieden sein, oder? Wir sind zwar hinter Hertha und Bremen, das ist ein bisschen merkwürdig. Frankfurt steigt hier ab, weil ich denke, mit dem 7. Platz kann man aus Kölner Sicht zufrieden sein. Davy Selke und Karim Adeyemi die besten Torschützen. Wenn das nicht mal verrückt ist. Unser bester Torschütze war Adamyan mit 12 Toren. Ohne Gegentor stehen wir auf Platz 3. Timo Horn mit 13 Spielen ohne Gegentor, das ist gut. Auch hier sind wir im Ballbesitz nur Zweiter, aber es ist halt auch mit Köln. Und wenn Köln so 56% Ballbesitz hat, ist das, glaube ich, schon ganz solide für Köln. Bei den Toren nur Fünfter mit 45, das ist schon ein bisschen wenig. Wenigste Gegentore auf Platz 7 ist, glaube ich, ganz okay. Die anderen Wettbewerbe liefen jetzt nicht so gut. Dritte Runde gegen Hertha raus. Dritte Runde gegen Hertha raus ist schon bitter, da habe ich mir schon deutlich mehr erwartet. Conference League ausgeschieden im Achtelfinale gegen Alkmaar, da hätte ich mir auch, um ehrlich zu sein, mehr erwartet. Da muss eigentlich auch mehr gehen. Also bisher eine recht enttäuschende Taktik, sage ich mal. Natürlich auch den AS Monaco. Zumindest wenn wir uns mal die Liga anschauen, sieht es nicht gerade besser aus. Nur Sechster gewonnen in der Liga. Ich glaube, die Medienplatzierung vor der Saison war der 4. Platz. Da sind wir auf jeden Fall mal ein Stück dahinter und auch echt 18 Punkte hinterm 3. Das ist wirklich eine Menge. Unser bester Torschütze war Ben Yedder mit 14 Toren. Und ohne Gegentor blieben wir nur 5 Mal in der Saison. Es gibt 38 Spiele. Knübel hat nur 21
31 gemacht, aber trotzdem nur 5-mal ohne Gegentor. Wenn wir uns hier die Statistiken anschauen, sehen wir aber, hier hatten wir immerhin den meisten Ballbesitz mit 63% und auch die beste Passquote mit 90%, was einem natürlich aber letztendlich wenig bringt. Was bringt denn Passquote und Ballbesitz? Nichts. Bei den Toren stehen wir auf Platz 3 mit 64, das ist gut. Wenigste Gegentor stehen wir auf Platz 8 mit 49, ist sogar noch besser, als ich gedacht hätte. Bei 49 Gegentoren in 48 Spielen ist jetzt für einen, der eher oben mitspielen soll, auch nicht gerade optimal. Für die Champions League konnten wir uns nicht qualifizieren, da wir da gegen Fenerbahce rausgeflogen sind. Das ist ja wirklich ganz, ganz bitter. Dann im Pokal sind wir in der 9. Runde gegen Nizza rausgeflogen. Das ist okay, das kann mal passieren. In der Europa League sind wir gegen Manchester United rausgeflogen. Das kann auch passieren. Also jetzt abschließend finde ich persönlich, die Taktik muss man sich nicht downloaden. Ich glaube, kein Team hat hier wirklich performt. Am ehesten vielleicht auch Köln in der Liga. Große Ganzen war das einfach nichts. Dennoch lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu einem neuen Video und bis dahin, ciao.